Hallihallo und willkommen zurück zu Rayman Legends. Wir gehen direkt weiter in die erste Welt der vierten, ja, keine Ahnung, Unterwelt. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Und, ja, schauen wir, dass wir dann hier mal durchkommen. Müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir auch alles mitnehmen. Das hier wusste ich jetzt gerade schon, weil ich eben schon angefangen habe, was aufzunehmen, aber das hat nicht ganz funktioniert, deswegen... muss ich das jetzt mal eben... Oder musste ich das nochmal neu machen? So. Aua. Ja, das ist doof. Und hier weiß ich jetzt auch schon nichts mehr. Also keine Sorge, ich bin jetzt nicht gespoilert und renne hier einfach durch. Da ist nix, ne? Okay. Ja, danke. Wie man schnell schwimmt, weiß ich sogar. Ich weiß nur nicht, ob mir das was hilft. Oh ja, tatsächlich. Musste ich sogar tun, wegen diesem Viech da unten drin. Okay. Wow. Na, ach, geh doch weg. Das sind Stacheln, die nur rauskommen, ja? Also die fliegen nicht raus. Na gut. Okay, da kam nur der Fisch her. Du bist eine Münze. Nehme ich auch mit. Okay. Die habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Dann machen wir mal hier schnell den hier. Ja gut, das Ding ist ja... Wow, noch egal. Das brauchen wir ja nicht so zwingend. Ah, jetzt habe ich den letzten wieder anders. Okay, da unten kam, stand nur wieder so ein Viech drin. So, okay. Dann haben wir auch die Münze. Die große Frage ist natürlich nur, genau. Oi. Direkt eine Kombination mit Geheimraum. Interessant. Ja, was ich meinte ist, die Frage ist natürlich nur, ob wir auch alle Kleinlinge finden, beziehungsweise wo wir alle Kleinlinge finden. Aua, ja. Das war ziemlich doof. So, dich nehme ich mit und dann gehe ich hier rein. So, hör nämlich auf die Fische aufzusingen. Was ist das denn? Oh jemine, das kann ja noch heiter werden jetzt hier. Okay, also, einmal schnell schwimmen. So viel ist schon mal klar. Dann hier rüber springen. Dann hier durch. Dann, ja, so geht's auch. Dann hier lang. Und schon wieder, warum springt er denn so nach links? Habe ich jetzt irgendwie irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Meine Güte. Na gut. Haben wir aber auch den ersten Geheimraum gefunden. Das ist natürlich auch schon mal einiges wert. Okay. Na komm her. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, okay. Ich höre auf jeden Fall nochmal einen. Der wird nicht weit weg sein. Da oben. Hat er mich jetzt Hä, ich dachte, kann ich die Viecher nicht kaputt machen? Ich habe die doch eben auch kaputt gemacht. Oder habe ich jetzt irgendwas verplant? So, hier schnell durch, bevor die mich saugen können. Oder ansaugen können. Okay. Das sah irgendwie verdächtig aus. Na gut. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Also ich kann die doch jetzt... Hä? Also das habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich die eben nicht... Upsa. Nicht gut kaputt bekommen habe. Und jetzt konnte ich die einfach so hauen und gut war. I don't get it. Na gut, okay. Hätten wir das auch schon. Das TNT, das ist natürlich auch klasse. Ist nicht explodiert, schade. So, da ist ein Kleinling. Da müssen wir scheinbar von der anderen Seite ran. Also das verstehe ich jetzt nicht. Wie hätte ich jetzt da hochkommen sollen?
Aha, okay, das ist ein Kugelfisch. Interessant. Okay. So, jetzt so, denn so, ne? Okay. Ja, so komme ich da ran. Das ist schon mal interessant. So, dann gehe ich, aua, an dir vorbei, um die hier mitzunehmen. Und jetzt muss ich irgendwie das TNT zum Platzen bringen, wenn ich das richtig sehe. Ich verstehe aber irgendwie das gesamte Prinzip hier nicht. Was soll das hier eigentlich? Dann komme ich hier durch. Ja, Glückwunsch, hä? Kann ich die irgendwie... Aha. Interessant. Na gut, okay. Nee, die Münze ist mir egal. Also, Looms sind ja eh nicht so... interessant, finde ich. Okay. Bleib mal hier. Oh, es ist wieder anstrengend. Diese neuen Level zu erkunden ist immer so eine Sache. Wenn man sie mal kennt, ist das eine andere Geschichte, aber so am Anfang. Oh. Ja, lass mich mal eben hier vorbei. Ich habe da so einen Kumpel, den muss ich ja eben befreien. Ich hoffe, das ist okay für euch. Gut, dass man hier wenigstens auch wieder hochkommt, wollte ich sagen. Okay, sieht das schon mal sehr gut aus. Ein Geheimraum fehlt noch. Ja, den hätte ich gerne noch gehabt. Hey! So, okay, aber die Sache ist... Nee, da komme ich nicht vorbei. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, Moment mal, dann sieht das hier doch sehr verdächtig aus. Sehr schön, dann haben wir den Geheimraum ja auch gefunden. Oh, hier ist gar kein Wasser mehr. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Wer rechnet denn damit? Ich habe nicht getroffen. Das ist schon irgendwie erbärmlich. Okay, nochmal. Machen wir es jetzt einfach mal so. Warum? Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden, was das sollte. Aber gut, okay, ich muss ja nicht alles verstehen, ne? Hauptsache, es hat funktioniert und wir... Oh, aua, aua, aua. Haben den Kleinling. Dich haben wir auch. Hallo, Herr Kugelfisch. So, einen müssten wir ja noch hier haben. Genau. Ach, die Kugelfische kann man auch besiegen. Warum sagt mir das denn niemand? Na gut, jetzt weiß ich's. Das ist auch gut. Hier haben wir noch ein bisschen was zum kaputt machen. Aber es ist eigentlich auch völlig Wurst. Weil wir jetzt eh gleich durch sind. So. Die noch mitgenommen. Ah, knapp daneben. Das wollte ich noch gerne mitgenommen haben. Damit wir die 600 auch voll kriegen. Damit wir die goldene Dings haben. Ist mir ja nicht so wichtig, wie ihr wisst. Aber wenn man schon mal drankommt, dann ist es auch gut zu haben, denke ich. Na dann. Hau. Sehr schön, haben wir doch das Level auch vervollständigt hier. Beziehungsweise haben wir das Level einfach mal gemacht. Und direkt vollständig, das finde ich auch immer sehr schön. Dann muss ich nämlich nachher nicht nochmal zurück. Sehr gut.
Jiha. Und ab ins nächste. Der faule Fisch. Na komm her. Genau. So ein Herzchen mitnehmen ist doch immer ganz nett. Auch wenn man meistens oder oft sogar da am Anfang auch eins bekommt, aber hey. Was soll's. So, okay. Hier habe ich wieder welche verschwendet. Macht ja nix. Okay, warum ich da jetzt das Herz verloren habe, weiß ich zwar auch nicht so genau, aber... Ach so, ich hätte auch einfach hier rumgehen können. Immer wenn man dieses Ding anstößt, oder wie? Oder was? Habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Wann die jetzt da rauskommen und wann nicht. Ich weiß nur, dass sich die Atmosphäre gerade ändert. Tut mir das weh? Nein. Ist ja immer mal gut zu wissen. Meins? Okay. Genau, da unten muss ich definitiv ran. Da ist nämlich eine Lücke drin, wenn ihr das gesehen habt. Und jetzt haben wir hier so Tiefseemusik. So, wir müssen jetzt einmal hier hin und das hier weghauen. Genau. Dann nehme ich euch mit. Und nimm dich mit. Okay. Ja, das hier kann man noch mitnehmen, weil warum nicht? So, genau, der kann weg. Und das hier nehmen wir auch mal mit. Da unten geht's weiter, das heißt, hier links ist definitiv noch was. In dem Fall eine Münze. Gut, die war jetzt nicht so schwer zu kriegen. Ich habe aber jetzt noch nicht so viele Kleinlinge gesehen. Ich bin gespannt, wie ich mich jetzt schlage, was das Kleinlingssammeln angeht. So, dich kann ich schon mal... Oder dich brauche ich nicht, dich lasse ich mal in Ruhe. Dieses Würmchen da eben. Au. Gut. Hier sind Quallen. Wieder ein Kleinling. Achso, okay. Hier patrouillieren Quallen am Eingang. Das war so das Problem dabei. Ich verstehe. Ah, schon wieder. Na gut. Lass mal das noch mit. Hm, also irgendwie finde ich das gerade sehr, sehr komisch, das Level, muss ich sagen. Wow. Ich kann aber nicht mal genau sagen, warum. Nee, okay, ich habe irgendwie gedacht, ich hätte was vergessen. Dann wieder zurück. Sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Ah, okay. Ich verstehe aber nicht so ganz, was das mit diesem Licht hier soll. Also was ich sehe, ist, dass da Viecher sind, die verschwinden wegen dem Licht. Und ich krieg das Licht nur mitgenommen wegen diesen Viechern hier. Ja, da habt ihr so gesehen, die Hände da, die da auf uns zukamen. Aber warum sind diese Lichtdinger hier auch immer wieder? Muss ich die auffrischen? Gehen die nach einer Zeit weg? Boah, das irritiert voll mit diesen Händen, ne? So, du gehst jetzt mal flöten. Bitte, danke. Ihr lasst mich auch mal in Ruhe. Ich bin noch nicht fertig hier mit gucken. Weg. Das ist schon ziemlich... Oh ja, die lassen definitiv nach. Sehr gut. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Okay, dich haben wir. Wir müssen uns halt ein bisschen beeilen. Und hin und wieder mal hier auffrischen, sage ich mal. Das ist mir am Anfang so gar nicht aufgefallen, dass das wirklich so krass nachlässt. Dieser Effekt. Jetzt die Sache... Ach, komm. Gut. Ja, genau. Hier Geheimraum.
Ich meinte gerade, wir haben zwei Wege und welcher davon ist der richtige? So. Komm, geh wieder, klein. Aua. Ich hätte vielleicht Sprint schwimmen sollen. So genau. Bam. Geheimraum. Okay. Bin ich einverstanden mit und auch zufrieden. Jetzt habe ich allerdings das Herz wieder verloren. Das war jetzt nicht so geil. Achso, nee, da komme ich gar nicht lang. Was bist du denn für ein Fischi? Aha, okay, durch dich sehe ich einfach was. So. Aber da unten leuchtet noch was. Das irritiert mich. Aua. Nee, da komme ich definitiv nicht dran vorbei. Das ist interessant. Muss ich doch mal sagen, es ist wirklich interessant. Weil ich meine, da unten eigentlich Licht gesehen zu haben. Oh. Jetzt muss ich mich also mit diesen Fischen hier anfreunden. Damit die Klauen mich in Ruhe lassen. Muss aber auch aufpassen, dass die Fische mich nicht kriegen, weil die sind auch noch böse. Also zumindest der da oben. Der hier nicht. Aha, die sind sogar sehr, sehr flink, diese Dinger. Gut, muss man ja alles mal austesten, wie das jetzt hier alles läuft. Ne, hallo Fisch. So, jetzt habe ich wieder meine eigene Lichtquelle. Ihr könnt mich jetzt mal. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Quallen. Das ist auch in Ordnung. Die Quallen sind scheinbar richtig hell. Und, ja. Hier oben ist was. Aber ich bin hier drüben noch nicht ganz zufrieden. Aha, okay, es liegt dann da, war eine Münze. Gut. Hätte ich mir auch denken können. So, dann schnell hier durch. Ja, ich habe noch genug Licht dafür. Durch meine, was auch immer das hier für Dinger sind. Irgendwie so Urzeitkrebschen, die leuchten, habe ich das Gefühl. Das war eine sehr interessante Level-Atmosphäre, muss ich mal so sagen. Wenn auch keine gute, aber eine sehr interessante. Ich denke mal, die Atmosphäre soll ja jetzt hier auch nicht unbedingt, upsa. Hilfe! Gut sein. Okay. Moment. Habe ich hier oben nicht noch was? Genau, dich habe ich doch vergessen. So, und bevor ich jetzt wieder in die gleiche Falle laufe, einmal auffrischen bitte. So, gehst du weg da mal. So, dankeschön. Hier habe ich nochmal neu. So. Ich finde die Musik irgendwie sehr, sehr schön. Keine Ahnung, warum die mich jetzt hier gerade so anspricht, aber das tut sie. Oh, da ist gar nicht so ein Ding. Ich wollte gerade die Dinger zurückdingsen, aber wollten nicht. Okay. Es sind mir ja viel zu viele von diesen Dingern, ne? Diesen Armen. Genau, so, okay. Boah, das sind aber echt viele. Na gut, aber aktuell kommen wir ja noch ganz gut durch. Kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so behaupten. Allerdings haben wir jetzt keine eigenen Dinger mehr. Das mag mir gar nicht gefallen. Ich meine, ihr Grünen seid wenigstens meine Freunde. Das ist schon mal ganz nett noch. Aua.
Im Gegensatz zu dem Roten da zum Beispiel, das ist ja nicht gerade mein Freund. Wo willst du denn eigentlich hin? Sag mal. Aua, ja, dagegen dich schwimmen sollte ich aber nicht, das stimmt. Gebe ich dir recht. Aua, schon wieder. Warum eigentlich hier? Warum? Was mache ich hier? So, genau, dich will ich mitnehmen. Wow, bleib mal schön. Bleib doch mal hier bei mir. Ich bin doch ein ganz Lieber, warum hilfst du mir nicht? Tust du, ja, ich verstehe. Wow. Schön im Licht bleiben, Freunde, schön im Licht bleiben. Aber auch nicht treffen lassen. Das ist so eigentlich das große Problem bei der ganzen Geschichte. So, ha. Das habe ich doch noch gesehen. Ich hätte auch einfach warten können, bis das Viech das macht, ne? Aber so geht's auch. So, okay, damit haben wir alles. Damit müssen wir jetzt eigentlich nur noch... Hallo. Ja, im Endeffekt... durchkommen. Und das sind wir jetzt. Huh. Es ist wieder hell, meine Güte. Meine Güte, na gut. Damit hätten wir auch das abgehakt. Boom. Sehr schön, dann haben wir in dieser Folge doch zwei Level geschafft. Ich würde sagen, damit sind wir definitiv vorangekommen. Fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level in dieser Welt und dann wahrscheinlich nochmal 8 in der nächsten. Und dann sind wir auch durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.